So. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Zum Montag, Dienstag, zum Music. Dienstag. Nee, Music. Montag am Dienstag. Nun. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich den Herrschaften im Chat. Hi. Hi. Ja, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, heute Abend doch zu streamen, obwohl wir eigentlich so halb intern festgelegt haben, dass das nichts wird, bis Unfall mit dem Rasenmäher ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, aber ja. Hi, Sif. Grüße dich auch ganz herzlich. Ja. Nachdem wir ja eigentlich festgelegt hatten, so halb intern, dass wir bis Mittwoch, bis diese ganze Bewerbungsgespräch-Geschichte, ich ruckel so ein bisschen, kann das sein, dass diese Bewerbungsgespräch-Geschichte in irgendeiner Form hinter uns liegt, römern wir erstmal nicht. Ihr kennt mich. Das hat mich gestern schon in den Fingern gejuckt, aber ich habe gesagt, nein, vorbereiten. Es ruckelt wirklich? Was ist da los? Ruckelt's wirklich so arg gerade? Echt? Was ist denn da los wieder? Das liegt bestimmt wieder an der Kamera. Nun! Ja, wie gesagt, ich konnte ja mal wieder meine Füße nicht stillhalten und jetzt bin ich hier. Anders als normal. Und ich habe eben schon, liegt an der anderen Musik, es liegt immer an der anderen Musik. Ja, dahingehend, Tamara hat gerade auch schon gesagt, mit Bart sah es noch besser aus. Ich fühle mich irgendwie sehr, sehr komisch mit dieser neuen, nicht mehr vorhandenen Haarpracht. Das ist sehr komisch. Ob das jetzt besser aussieht als vorher, das könnt ihr jetzt entscheiden. Ich hätte gern so ein Mittelding eigentlich. Oh, hey. Ja. Ich habe den Vorschlag, dass wir heute so ein bisschen den Montag nachholen. Das heißt, wir spielen Platinum Stars und würden uns dann danach eventuell potenziell vielleicht auf Yakuza Zero stürzen. Denn ich weiß nicht, wann ich Mittwoch aus Frankfurt wieder da bin. Danke dir, Sif. Ich hoffe, die Ostertage waren schön. Danke. Na, süßer öfter hier. Öfters. Ich bin meistens da, wenn Newchan streamt. Dass du hoffentlich im Übrigen heute für mich aufnimmst, weil ich... Ali heute nix Multitasking. Ja, was soll ich sagen? Genau, und dann widmen wir uns Yakuza Zero, weil ich eben nicht weiß, wann ich Mittwoch wieder aus Frankfurt zurück bin. Falls jemand von euch in Frankfurt ist, wir können uns ja mal treffen. Ja. Dahingehend kann ich euch nicht sagen, aber deshalb planen wir mal so ein bisschen vor, nur für alle Fälle, falls ich später heimkommen soll. Das mit Tamara, das wird aber auf jeden Fall klappen, nur ich weiß halt eben nicht, ob ich rechtzeitig um 18 Uhr hier sein kann. So, anstrengend, ich weiß nicht, kriege ich jetzt nicht irgendwie... Ist halt nicht cool mit Ostern. Ich hoffe, das bessert sich. Falls es das ist, woran ich denke, dann hoffe ich, das geht bergauf. So. Ja, also wie gesagt, ich mache wieder diese lustige Hintergrundmusik weg, weil ich bin schon lange überhaupt gar nicht in keinster Form irgendwie Monokuma. Also muss ich das mal eben ausblenden. So, wie versprochen spielen wir jetzt ein klein wenig Idolmaster Platinum Stars. Das uns hoffentlich auch spielen lässt, denn irgendwie... Ja, ich habe es befürchtet. Ja, denn aktuell haben wir... aus irgendwelchen Gründen... Anwendung schließen. Irgendwie Probleme, uns ins japanische PSN einzuloggen, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ja, aber taten dir wenigstens die 2-3 Tage frei machen, zumindest gut, Sif. Ich meine, du bist ja sonst nur am Rotieren. Ich muss mal eben Benutzer wechseln und dann muss ich auf meinen japanischen PSN-Account. Die Frage ist, welcher ist nachher das mit diesem lustigen Sumo-Ringer?
Wir haben uns im Übrigen überlegt, wie wäre es denn, wir haben ja in der Umfrage gelesen, so, wir sollen wieder mehr Sachen zusammenspielen. Und jetzt kommt ja demnächst Tekken 7 raus. Das hat mich leider sehr getriggert. Und ich würde es doch sehr, sehr gerne spielen. Nur wird das wahrscheinlich dahingehend schon sehr, sehr lustig, dass ich mich vermutlich nur mit Tamara prügeln kann. Warte. Ich weiß, ihr hört schon den Spielesound, es tut mir leid. Wo? Wo ist denn Idolmaster? Da ist Idolmaster. Beta aktualisieren. Rotieren ist schneller, ja. Das ist total okay. Ich frag ja nur. Das ist alles gut. Ja, okay. Hast ja recht. Rotation ist ja wahrscheinlich bei dir grundsätzlich Standard, aber muss ja trotzdem nicht sein, ne? So. Jetzt muss ich wieder zurück auf meinen anderen Benutzer. Ich bin total firm mit der PlayStation. Sekunde. Benutzer wechseln. Hier einloggen. Und wenn wir jetzt hier das Spielstand... Nein, später aktualisieren. Dürften wir nach Adam Riese auch die DLCs wieder haben. Ohne DLCs wäre es ja doof. Ich habe im Übrigen gar nicht getwittert, sehe ich. Mal eben. Ich finde es im Übrigen gerade irgendwie auch sehr, sehr komisch, dass Hazuki mich jetzt auch noch auf Twitter folgt. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. In Anführungszeichen. Beta aktualisieren. Danke. Wir sollten mal twittern, dass wir hier gerade irgendeinen lustigen Fubar machen. Wir holen jetzt den Montag am Dienstag nach und eventuell ein bisschen Yakuza Zero im Anschluss. Da. Das Hashtag nicht vergessen. Es ist sehr interessant tatsächlich. Da bist du. Freitag, Samstag. Doch Freitag haben wir ja gestreamt. Samstag, Sonntag, Montag. Da bist du 3 Tage nicht irgendwie auf dem Stream. Also ich hoffe, dass ihr habt das jetzt richtig getwittert. Da bist du 3 Tage mal nicht auf dem Stream und es passiert so viel in dieser Welt, dass du eigentlich gar nicht wirklich weißt, wo du eigentlich anfangen sollst, drüber zu reden. Retweet. So. 330 Schreibfehler inklusive. Nee, die Probleme vom Vogel, die übernehme ich gerade gar nicht. So, ich habe keine DLC-Problemmeldung gekriegt, alles gut. War mein Fehler. Hi, verbittert. Du hast der Gras aus Espavios, normal Espavios gegeben, man das kann ich vermelden. Ich geschmacklich nichts tut. Ja, siehst du mal. So, bitte keine DLC-Meldung. Wir brauchen den DLC-Kram. Ach, ist das Spaß. Also, muss ich dann doch das machen? Sekunde. Wir haben es gleich. Normalerweise bereitet das Tamara immer vor, weil die sich besser mit diesem ganzen Kram aufkennen tut. So. Ansonsten quatschen wir jetzt einfach gerade noch ein paar Sekündchen. Ich mach das mal eben. Ich geh mal eben rüber. Mal wieder die hier. Dann ist das nicht so komisch. Ja, Chris. Weißt du, kaum bist du wieder da und schon... Wir müssen tatsächlich zwangsläufig die Systemsoftware aktualisieren. Es ist nicht zu fassen. Ja. Es ist nicht zu fassen. Kaum machst du 3 Tage nicht mehr, weißt du. Was bringen mir 21 Euro bei Steam, wenn ich sie nicht nutzen kann? Diese Frage stelle ich mir auch sehr oft. Streamst du 3 Tage nicht und schon hast du es verlernt. Ja, also ich kann euch definitiv sagen,
Ich habe sehr viel Bammel vor morgen. Ganz offen. Ich weiß, dass es eigentlich ein ganz normales Gespräch ist und überhaupt, es ist ja gar nicht, so dramatisch und so. Aber man muss ja erstmal nach Frankfurt fahren dafür und überhaupt, es ist. Ah. Ich weiß nicht. Na, Steam meint, bis zum 22.04. können sie nicht verwenden. Ja, warum das denn? So, Systemsoftware hat sich aktualisiert. Das ist ja schön. Dann geht jetzt ja alles nicht mehr. Was jetzt ganz interessant ist, das habe ich gerade vorhin im German Discord gelesen. Twitch will jetzt praktisch die Subscriptions. In drei Bereiche aufteilen. Einmal die normale Subscription, dann irgendwie eine 9,99 Subscription, eine 24,99 Subscription. Granatenstark wahrscheinlich, ja, ja. So, PlayStation Controller. Blablabla. Ich grüße dich ganz herzlich, Klasma. Soll ich mich erstmal beim japanischen PSN wieder anmelden? So, Systemsoftware installiert. Aha, jetzt will der feine Herr mit mir arbeiten. Das ist ja schön. Ich verstehe halt nur nicht, warum an sich. Ich meine, das Abo-Modell in Anführungszeichen, das bedarf ja jetzt schon jahrelang so einer Überarbeitung. Aber das dann halt irgendwie in so drei Klassen aufzuteilen, ist irgendwie sehr, sehr komisch. Vor allen Dingen haben wir ja noch den. Da brauchst du gar nicht gucken, ist noch nie aktuell. Das steht zwar schon da drin, aber ist nicht aktuell. Weil der Chris ist so beschäftigt mit seinem Bewerbungsgesprächs, Vorbereitungszeugs, Rimmelbimmel, dass er nichts geschafft hat. Gar nichts. Chris konnte auch nicht die Füße stillhalten. Er musste ja unbedingt vor den Vogel und Tamara einen Minecraft-Server installieren. Und überhaupt, ich habe eigentlich keine Sekunde Pause gekriegt. So, das heißt, ich kann jetzt hier wieder schließen. Ja. Jetzt bin ich dort noch eingeloggt. Wechsle den Benutzer. Benutzer wechseln. Baka-Crew. Sonst haben wir nämlich unseren Spielstand nicht. Gar nichts, Klasma. Gar nichts. Weil ich einfach zu nichts kam. Muss ich so offen sagen. Kam zu gar nichts. Es gab keine. Wie ihr gesehen habt, es gab für diese Woche noch keine neuen Promos. Es gab dies. Ich bin zumindest mit den VODs. Bin ich aktuell. Aber ansonsten. Ja, die inoffiziellen. Ich verstehe es halt tatsächlich nicht, warum. Ne? Och, ich kann lange machen, weil ich viel vorbereitet habe für morgen. Dahingehend will ich das ja unbedingt halt ummachen. So, jetzt gucken wir mal. Produce. Weiß mir jetzt die DLC-Meldung entgegen. Ich spiele direkt Yakuza Zero. Okay, es lädt. Großartig. Moment, dann Kommando kehrt. Hallo YouTube im Übrigen, ich grüße euch ganz herzlich. Danke, dass ihr die ersten 15 Minuten mit mir verbracht habt. So. Wupp. Naja, zumindest. Ich meine, die hätten ja zumindest schon mal in irgendeiner Form überlegen können, was denn jetzt. Ich weiß, die Streamer, die nicht Partner sind, haben jetzt schon echt viel nachgeworfen gekriegt. Jetzt sind halt mal eben die Partner dran. Es wäre halt zumindest mal eine Sache gewesen, die theoretisch. Ja. Hätte sowas wie die Teams oder so, hätte man theoretisch dann auch irgendwie runtersetzen können. Für 24,99 würde ich persönlich auch erwarten, dass mir der Streamer die Wohnung aufräumt. Ja, das Problem ist ja halt jetzt so. Du teilst dann diese ganzen Sachen wieder in drei Klassen ein und. Als Streamer darauf dann einzugehen und zu sagen so, ja, ich muss jetzt die 25-Euro Subscriber, die muss ich jetzt besonderer behandeln als die 5-Euro Subscriber, das ist echt komisch. Im Prinzip gibt es halt jetzt drei Arten, einen Partner zu subscriben, also praktisch eine 5-Dollar Subscription, eine 9-Dollar Subscription und eine 25-Dollar Subscription. Ich meine, jetzt gibt es ja schon Twitch Prime Sub, ne? Jetzt auch. Kann man dann eigentlich 25 Dollar mit Twitch Prime subben? Geht das? Würde mich mal interessieren. So.
Wir sind beim letzten Mal, glaube ich, stehen geblieben, wo ich das ein Event nicht geschafft habe. Und jetzt muss ich auch tatsächlich meinen Monitor wieder lauter machen. Ach, Chris, einmal mit Vorbereitung. Na gut, heute muss man es mir vergeben, tatsächlich. Das ist, weil ich habe Jan schon seinen Stream für heute entrissen, habe gesagt, ich möchte bitte den Montag nachholen. Ich glaube auch eher nicht, ne? Aber ja, dann sitzt du da und musst jetzt sagen, danke fürs Subscriben, danke fürs bisschen mehr Subscriben, danke für die Premium Subscription, ach ja, und danke für den Twitch Prime Sub. Bin ich froh, dass wir kein Partner sind. Noch nicht. So, müssen wir mal eben gucken. Ich muss bei den DL-Live-Events, das Problem ist, bei vielen DL-Lives haben wir die Kostüme gar nicht, immer noch nicht. Wow. Sekunde. Wo ist er? Zift was bitte kurz im Chat auf. Dies kostet ungefähr 5 Euro. Im Gegensatz seht ihr keine oder weniger Werbung. Ihr schon unsere Linie und haltet von exklusiven Amazon Prime-Kunden können eigentlich ebenfalls. Aber dort. Kommt halt auch, wie die Streamer das verpacken. Vor allem die großen. Kein Mod. Ah, der André macht halt nur Scherze, weil der Kejon gerade zu Tisch ist und ne? Alles gut, Sif. Keine Sorge. Aber das ist auch nur scherzhaft gemeint. Okay. Naja, die Sache ist halt die. Wir haben ja jetzt zum Beispiel ja Patreon. Die Frage ist halt, ja, wie verpackst du es als. Das ist eine wirklich gute Frage, tatsächlich, Sif. Wie verpackt ein großer Streamer oder generell ein Streamer das? Ich meine, ich erwarte jetzt von keinem, der gerade frisch Partner geworden ist, dass der irgendwie direkt mal so 25 Dollar Subscriptions kriegt. Aber nun, ich würde mal gerade eben diese... Komm, nee, warte, wir arbeiten die von oben nach unten ab. Ich glaube sowieso nicht bereit. Du, Sif, alleine, dass du das überhaupt nur aufklickst, bedeutet mir genug, ja? Man muss es ja nicht übertreiben. Wir gehen von oben nach unten. Wir machen jetzt mal die ganzen Einser-Dinger, die machen wir jetzt. Was mir wahrscheinlich jetzt schon zum Verhängnis wird. Außerdem liegt meine Packung Kekse vor den Tasten unten. Was? Ja, der Sif mag Sif sehr gerne, ja. In letzter Zeit allerdings Mass Effect Andromeda viel, viel mehr als Sif, aber Sif mag Sif, ja. Das hast du sehr gut erkannt. Okay, dann müssen wir mal gucken. Es ist ein Quintett Live. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wie das nochmal war. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal umziehen. Das ist ja ganz wichtig. Ja, aber ich mache mir momentan einfach nicht so viele Gedanken um die Sache, dass wir... Was? Okay. Ich mache mir einfach momentan nicht so viel Gedanken um die Sache, dass wir theoretisch... dass wir theoretisch irgendwann mal in diesen in Anführungszeichen Genuss kommen, dass Leute uns so viel supporten wollen, dass sie drüber nachdenken, eine 25 Dollar Subscription zu machen. Ich meine... Ich bin ja jetzt schon von den 5 Leuten sehr beeindruckt, die uns halt eben auch bei Patreon unterstützen, was in dem Falle eher so unser Abo-Ersatz war. Und bis heute irgendwie merch-technisch da noch nicht viel rumgekommen ist, aber hey. So, jetzt haben wir ja natürlich, jetzt muss ich natürlich ja auch einen Quintett-Song auswählen. Und welcher würde mir da einfallen, wenn nicht Overmaster? Also muss ich aber hier meinen Sound ein bisschen leiser machen, sonst höre ich nämlich das Spiel doppelt und das verwirrt mich. So. Ja, stimmt. Wie nehmen wir denn mit unserer Unit? Wollen wir das so stehen lassen? Überlegen. Mami nehmen wir natürlich mit. André würde jetzt wahrscheinlich wieder für Hibiki plädieren. Dann nehme ich Hibiki mit. Ich frage mich ja sowieso, wie genau ihr das dann handhaben wollt. Ich nehme mal davon, das sind ja interne Sachen, die klären wir mal anders. Aber es ist ja, das wird dann für euch in dem Sinne halt ziemlich interessant, weil
theoretisch könnt ihr ja bei den Restreams die Sachen, die Subs und so, wenn ihr wollt, wenn ihr das wollt, natürlich 1:1 umsetzen auf die Charities und so ein Krempel. Das ist halt, nun ja. Nell, ich grüße dich. Ich hab's mir im Kopf raus. Ich mach doch gar nichts. Aber ja, das wird dann doch noch sehr interessant, glaube ich. So, jetzt haben wir ja. Ich starte mal live. Jein. Jein. Wie auch immer. Ich würde mich auch drüber freuen, wenn wir mal Partner werden würden, aber ich weiß ja auch momentan noch nicht, inwiefern das bei uns Subs beim Chidiku zum Beispiel gehen direkt ans Chidiku-Sub. Ach, so ist das? Interessant. Das wusste ich gar nicht. Nee, es ist Music Monday am Dienstag. Wir holen den Montag nach. Ich weiß ja nicht, was Twitch im Prinzip genau erwartet. Also bei Partnersachen. Ich habe da ja leider keinen direkten Kontakt zu Twitch. Weiß halt eben nur, du musst halt eben eine gewisse Anzahl an Streams wöchentlich machen, also eine gewisse Zeit lang streamen. Mittlerweile ist diese Mindestzuschaueranzahl, die ist jetzt weggestrichen. Du musst halt irgendwie was Besonderes machen und deine Community muss aktiv sein. So habe ich das verstanden. Und, ja. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir es ja irgendwann. Ich habe mal überlegt, uns einfach mal zum ersten Geburtstag des Kanals einfach zu bewerben und dann gucken wir mal, was passiert. Ich meine, wir haben jetzt nur in Anführungszeichen 327 Follower. Für jeden Einzelnen bin ich absolut dankbar. Bin mal gespannt. Aber wahrscheinlich wird das nicht reichen. Ja. Ne, ihr habt ja eben diesen besonderen Kern. Und die Streams müssten ja mittlerweile auch ausreichen, die ihr macht, ne? Also. Von daher. Das Gefühl, bei One for All konnte ich besser reden. Oh, ich hatte einen Combo Breaker zwischendrin. Ach, reicht schon. Okay. Sekunde, ich lese gleich wieder Chat. Sollte mich ein bisschen einspielen, glaube ich. So. I Love Hamburger war ein DLC von Idolmaster 2. Das heißt, im Prinzip kam es mit. Ja, bei Idolmaster 2 war es ein DLC-Song. Meine ich. Kann mich irren. Moment, stopp, halt. Stopp. Ja, unsere Streams abseits der Events, Zuschauer zahlenmäßig ja eher mau, aber darüber debattieren wir bereits. Ja, im Prinzip, wir spielen hier Platinum Stars, das ist eher an Project Diva ausgerichtet. Und nicht mehr diese alten Rhythmuskreise, wie ich sie mir liebevoll genannt habe. Und ja, der Ohrwurm ist wieder da. Das war eine Donation. Was?
Was? Sekunde. Ja, ich muss mir mal wieder auf meinem Monitor eben bei montags immer diese ganzen Dinge einblenden. Warte, stopp. Halt, stopp. Moment, stopp. Halt. Will ich nicht außer Acht lassen. Oh! Der Fallen Down. Fallen Down hat 20 Waffeln gespielt. Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk an Chris und den Stream. Auch vielen Dank. Auch danke für den Hinweis, André. Ich hab's total übersehen, weil ich mich so auf den Song konzentriert hab. Oh mein Gott. Vielen herzlichen Dank. Ja, auf jeden Fall, I Like Hamburger müsste, glaube ich, auch ein Image-Song von Yayoi sein. Der kommt, glaube ich, aus dem zweiten Teil als DLC. Kann mich irren. Es war im Übrigen einer meiner Lieblingssongs, also von daher, ich sollte es eigentlich wissen. Aber jetzt ist es kein. Seitdem ich Overmaster durchsuchte, ist das eher, schwierig. Aber ja, manche Lieder sind echte Ohrwürmer. So, muss ich hier wieder umschalten. Danke, André, für den Hinweis. Was wäre ich ohne den Stern? So. Rummel. Ja, Like Hamburger ist echt cool. So. Vielen, vielen Dank. Wo waren wir denn jetzt gerade? Ach ja, außerhalb Streams. Ja, ich glaube, das ist halt immer schwierig, weil gerade so ein Andrang bei großen Events, das kann man ja. Ja. Das kann man ja nicht verhindern. Ich kenne mich fast nur noch mit Million Live aus. Hast ja auch absolut recht mit. Ist halt natürlich schwierig. Dann hast du den riesen Andrang. Ich glaube, das ist aber auch schwierig, bei so einem großen Projekt dann auch in irgendeiner Form auf einen Nenner zu kommen. Glaube ich. Aber nun ja. Ihr erlebt das ja bei uns. Bei uns ist das ja schon schwierig, dass wir irgendwie überhaupt einen Wochenplan planen können, ohne dass sich keiner benachteiligt fühlt. Und das nur bei vier Leuten. Vier. Das sind vier, nicht das. Das sind halt diese vier. Das ist schwierig. Ich hatte im Übrigen die Tage einen Traum, dass ich bei German drüben nochmal Dings gestreamt hatte. Wie ist es? King's Quest. Ich hatte irgendwie King's Quest gestreamt. Also ich habe geträumt, ich habe King's Quest gestreamt. Und irgendwie Spike VG da hätte in den Chat geschrieben, immer make myself some sandwiches. Ich habe keine Ahnung, warum ich so Zeug träume, aber hey. Definiere mal länger in Frankfurt. Ich habe vorher noch drüber erzählt, so man könnte sich ja mal treffen, falls da irgendwer wohnt. So, dann machen wir doch das da. Dafür haben wir wahrscheinlich allerdings wieder nicht das Kostüm. Das könnten wir aber ändern. Was für ein Problem, was ich momentan sehe, ist halt, wovor ich sehr Angst habe, muss ich. Wovor ich sehr Angst habe, muss ich euch ganz offen gestehen, dass am Ende, falls das morgen richtig, richtig gut geht, dass am Ende vielleicht hier die Zeit fehlt, um überhaupt noch viel machen zu können. Auf dem Stream. Da würde mir das Herz bluten. Da würde mir richtig das Herz bluten. Das Gruppenbild ist toll. Ja, bleibt so. Aber bis dahin dauert's. Ja. Mein Lieblingssachse hat zwar gesagt, die melden sich wahrscheinlich noch in der Folgewoche. Ob ja oder nein. Und ich weiß halt nicht. Es ist, nun. Ich weiß nicht. Ich würde es auf jeden Fall vermissen. Also, hoffen wir doch einfach mal, dass das alles so gut. Ich denke, hallo, ich meine. Dann muss ich halt ausnahmsweise die Spätschicht machen. Auch gut.
Was ich euch sagen kann, ist, dass ich auf jeden Fall trotzdem nicht aufhören werde, für euch zu streamen. Tamara schafft das ja auch. Es ist schwierig, der Lieblingssachse. Ja, der AJ, der ganz früh am Anfang dieses Kanals mit uns Minecraft gespielt hat. Halt noch im Creative Mode. Der Vogel ist ja momentan in Kur. Für 5 Wochen. Weshalb aktuell auch alles so ein bisschen Chaos ist, programmtechnisch. Der Jan würde euch nämlich gerne Donnerstags auf eine Runde Breaking Limits einladen. Denn, ich möchte euch gerne zeigen, wie man, ich glaube, Chase Stars? Ne, Jump Ultimate Stars Speedrun. Aber dienstags geht's dann weiter mit A Link to the Past. Also wenn ich den allerletzten Song genauso schlecht spiele, dann haben wir da ein bisschen was von. Ich hab gestern mal Yakuza 4 gespielt. Oh, Yakuza 4. War Yakuza 4 das mit Rikia? Ja, nee, das war Yakuza 3. Ich habe übrigens gesehen, man kann die Yakuza-Spiele speedrun. Man kann alles speedrun, ich weiß. Ja, also der Vogel ist ja momentan 5 Wochen in Kur, die begann heute. Und das aktuellste Idolmaster ist das hier praktisch. Also mit der Urbesetzung, also 765 Pro, das hier. Idolmaster Platinum Stars. Dann gibt es ja noch den Ableger Cinderella Girls. Da gibt es momentan 2 Mobile Games von, einmal normales Mobile G und einmal eben ein Rhythmusspiel auch. Ein Mobile Game halt praktisch als Rhythmusspiel. Und da gibt's noch Million Life. Das ist das, was André sehr, sehr gerne mag. Aber das, was du da siehst, ist gerade das aktuellste Idolmaster-Spiel. Wurde ja von vielen kritisiert, weil sie eben diese alte Technik mit den 3 Kreisen unten eben über Bord geworfen haben. Aber gameplay-technisch hat sich halt einfach so riesig viel getan. Wenn sich Bamco nur mal trauen würde, das Spiel zu lokalisieren. Ich erinnere mich ganz am Anfang, als ich bei Bamco angeschrieben habe. Ich sehe schon, das Spiel hat eine ähnlich klare Community wie Kingdom Hearts 3. Ja, so in die Richtung. Oh, natürlich habe ich bei Cinderella Girls das VR-Spiel vergessen. Das ist aber jetzt nicht so spannend. Das wollte ich sagen. Ja, ganz am Anfang. Am Anfang dieses Kanals, als ich noch bei Namco Bandai praktisch angefragt hatte, ja, ist das denn okay, wenn man das streamt und so? Ja. Da haben die erstmal gefragt, so, ja, welche Version ist das denn? Ich so, ja, die japanische Version. Wieso fragt ihr? Gibt es eine englische, von der wir nichts wissen? Und ich so, nee, da muss ich dann doch jetzt erstmal nachfragen. Ich dachte, was?
Es war schön. So. War das das, was wir nicht geschafft haben? Wo ist denn? Achso, das war das, was wir nicht... Ah, das ist das, okay. Das könnten wir ja mal probieren. Ja, das wird halt für die nächsten 5 Wochen wird es halt ein bisschen Veränderungen in der Schedule geben, aber ich denke mal, das wird für alle zufriedenstellend sein. Und wenn jetzt alles klappt, habe ich sogar auch eine Möglichkeit gefunden, wie ich Princess Maker zum Laufen kriege. Aber ich wurde ja gerade in den letzten Tagen, dafür möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken, von einigen tatsächlich mit Spielen beworfen, die man tatsächlich mal machen könnte, die auch zum Kanal passen. Ich weiß gar nicht, wann ich dann alles spielen soll, Leute. Da muss ich auf YouTube auslagern. Also ich habe mir dann halt vorgenommen, falls das halt bei mir so sein wird, arbeitstechnisch, dass ich entweder zu spät für euch streamen müsste oder gar nicht streamen kann, dass ich zumindest euch bei YouTube über eine Zeit lang erhalten bleibe und dann halt einfach warte, bis ich im Berufsschulblock bin oder so, dann kann ich das machen. Wenn ich das verrate, wäre doch zu einfach. Du hast ab 20. Juni auch noch weniger Zeit zu gucken. Ja, wenigstens erlebst du unseren ersten Geburtstag. Es gibt noch einige, die sehr gerne Sachen werfen, ja, André. Ich bin immer noch überrascht. Irgendwann, ja, da ich so schlechte Erfahrungen gemacht habe mit dieser Anime-Manga-Szene im Generellen, ja, dass da einfach momentan nicht mehr so wirklich diese handreich Sache funktioniert, gehe ich davon aus, es gibt einfach keine Nächstenliebe mehr in dieser Welt. Und was in den letzten 10 Monaten auf diesem Kanal passiert ist, ich mach mich einfach fertig. Ich kann da mal eben ganz kurz nachgucken, also es war... Der Klasper hat ja Princess Maker weitergegeben und ich habe den Titel von dem Spiel vergessen, Klasper, aber Klasper weiß, was ich meine. Hat netterweise 2 Spiele dagelassen. Dann gab es ja halt im Prinzip ja der André hat ja noch Tokyo School Life, was ein Visual Novel ist, dagelassen und der Kilion hat dann auch noch mal wieder dieses mit diesem Item Shop vorgeschlagen. Es ist so viel! Ich hoffe, ich habe rübergebracht, das ist verdammt vieles. Ach so, das ist jetzt wieder... Ja, dann müssen wir den Song wechseln. Legend of Heroes, genau. Die Abkürzung ist nicht so gut. Die lese ich nicht vor. Es ist halt noch einiges und dann jetzt halt die Sache, dass wir auf jeden Fall irgendwie Tekken 7 haben wollen, dass wir dann im Prinzip beim Geburtstag uns zumindest ein bisschen auf die Möpse hauen können und so. Ja, ja. Grüße dich, Kilion. Ich fall ja nicht ganz weg, Chris. Nun ja, man hat ja schon Suchmannschaften nach dir losgeschickt, als du nicht da warst die Wochen. Das war schon schwierig. Ah, so. Mal gucken, was passiert. Was noch? Ja, also wie gesagt, falls das irgendwie so laufen sollte, bleibe ich euch definitiv bei YouTube erhalten. Und guck dann einfach, dass ich in den Berufsschulzeiten ein bisschen was streame oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich gehe aber einfach davon aus, dass das so wie bei Alex ist. Der kommt ja auch immer um 16 Uhr heim und so. Und das hat, ne? Das geht schon alles. Ne, das, was du siehst, ist auch nur eine Perücke. Ziff hat es liebevoll genannt. Da ist wohl jemand unter ein Rasenmäher gefallen, glaube ich. So. Ich habe ja schon alles ausgewählt, ne? Dann können wir jetzt ja nur verlieren.
Prinz Eisenherz ist aus. Naja, mit Bart sieht's besser aus. Mit Bart sieht's definitiv besser aus. Auch wenn ich dann aussehe wie DK. Aber sonst ist okay. Das wird jetzt nicht mehr reichen. Ich finde halt aber auch in Platinum Stars, das ist so schwer einzuschätzen, wann was funktioniert und wann nicht. Schlimm. Sehr, sehr schlimm. So. Sieht seriös aus. Ja, wie gesagt, ich vorhin noch vor, als da noch ein Bart war. Ja, wir probieren es nochmal. Nein, ich hab X gedrückt. Egal. Vorhin, als da noch ein Bart war, sah irgendwie alles ein bisschen runder aus. Aber sonst ist okay. Musste ja auch mal sein. Musste auch mal sein. Aber eine Sache, die mich jetzt gerade in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, gerade weil sie über das Wochenende so aufgebauscht wurde. Wer war das? Was war das? Bin doch nicht ganz blöd. Ich habe doch gerade eben eine Notification gehört. Warum wird mir die nicht angezeigt? Falls, also es tut mir leid, ich habe die Notification nicht gesehen und ich sehe sie auch nicht bei mir hier im Livestream-Feed. Tut mir leid. Worüber super, vielen Dank. Siehst du morgen das ganze Programm? Nein. Der Personaler, der mich angerufen hat, hat gesagt, es ist kein Dresscode, da war nichts. Was? Ach ja. Es sind ja Geräusche von Idolmaster. Siehst du, so durch bin ich schon. Der hat halt gesagt, kein Business Outfit. Und Alex hat dann auch gesagt, alle, die da waren, ja, zu Recht, alle, die da waren bei Alex' Bewerbungsgespräch, die waren ganz normal, Hemd, entweder Jeans-T-Shirt, Hemd und Jeans, Hemd, schwarze Hose oder so, aber halt nichts Overdressedes, dahingehend. Ja. Quatsch. Gottes Willen. Ich gehe dann, wenn überhaupt, dann schon ganz normal, Jeans, Hemd ist Pflicht. Ja, mach ich da jetzt denn? Ach nee, falsch. Machen wir bei den anderen weiter, komm. Jetzt kommen wir hier ein bisschen weiter.
Da war auch irgendwie ein Quintett. Nice. Aber ob wir das schaffen? Wohl eher nicht. Egal, wir machen es trotzdem. Gibt einen Popo voll Fans. Ja, ich weiß, es wird auf Quintett umgestellt. Ja. Also wie gesagt, das, was jetzt so übers Wochenende war, da muss ich halt sagen, das hat mich dann doch irgendwie so tief erschüttert. Es bestätigt eigentlich auch wieder genau das, was ich euch sehr, sehr oft auf diesem Stream erzählt habe. Denn, was viele ja nicht wissen, ich weiß auch gar nicht, ob ich das verraten darf, was viele ja nicht wissen, Germansch wird ja praktisch auch auf der Dokumi vertreten sein. Und das ist jetzt nicht so gut. Moment. Warte ganz kurz. Warte. Ich darf nichts aus der Kategorie wählen. Ah, oh, ist das wieder. Aber das ist perfekt. Warum willst du mir das nicht ausspielen? Vielleicht, weil es einfach nichts taugt. Was, ich werde abgeschoben und Chris ist beim Friseur. Ich bin erschüttert. Nee. Was ganz anderes, was eigentlich Bezug zu uns hat. Deshalb finde ich das ja auch so schockierend. Denn, wie gesagt, Germansch ist ja auf der Dokumi vertreten. Übrigens, grüß dich, Stefan. Und dadurch hört man ja so das ein oder andere. Und einige von euch wissen ja, dass wir früher als Moonfloor eben diese ganzen Livestreams etc. pp. Gemacht haben. Und ich habe dann halt über Ecken erfahren, dass im Prinzip das Konzept, was wir ihnen 2016 geschickt haben, dass sie das jetzt 1:1 kopiert haben und machen das selber. Und das hat mich dann doch schon schwer getroffen, weil man uns gegenüber gesagt hat, diese Idee bringt der Veranstaltung gar nichts. Ja, das ist denen zu riskant, ja, und 2.100 Euro sind zu teuer. Und jetzt haben die da halt diese Live-Stage. Die noch größer aussieht als das, was wir geplant hatten. Zufälligerweise trotzdem die gleichen Inhalte. Mit vermutlich Kosten, die das 4- oder 5-fache sind. Weil es kommt ja dann von der Messe selbst. Und das macht mich so unglaublich traurig. Diese Neid, Hass und Missgunst in dieser verkackten, Entschuldigung für den Ausdruck, in dieser verkackten Anime-Manga-Szene, die mir in letzter Zeit so dermaßen auf die Möpse. Aber richtig. Was hat das jetzt mit Germansch zu tun? Nix. Ich habe halt einfach nur dadurch, dass ich mit in irgendeiner Form da involviert war in der Organisation, habe ich da halt das ein oder andere mitbekommen. Ja. Also falls ihr auf der Dokumi seid, seid doch bitte so nett und geht bei den Kollegen von Germansch vorbei und sagt Hallo. Das Mindeste, was ihr tun könnt. Es macht mich halt einfach nur so unfassbar traurig. Es macht mich so unfassbar, auch eigentlich traurig und sauer zugleich. Kennen die in Japan Schneewittchen? An sich schon, ja. Was? Fun Fact. Nee, hast ja recht. Aus Offenbach. Nee. Nein! Falscher Song! Check my make you show it show time try challenge.
Kann ich hier gleich direkt aufgeben? Also. Kann ich nicht. Nein! Es macht mich halt traurig. Weil ich weiß nicht mal. Hallo, hallo Deadpool, also anderer Stefan. Auch ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünschte, ich könnte euch erklären, was mich daran so. Was mich daran halt eben so aufwühlt. Ich kenne das Pattern von dem Song nicht mal. Sekunde, ich guck gleich wieder in den Chat. Doch funktionieren. Danke dir, Stefan. Danke dir. Naja, es geht mir prinzipiell eher darum, dass das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen hochgestochen und blöd. Ja. War nicht vor. Wir haben halt damals 2010 auf der Dokumi praktisch etwas gemacht, was sich vorher keine Sau getraut hat. Und das waren Livestreams von so einer Con. So. Haben wir gemacht. Und das hat der Con nicht nur 1, 2, 4, 6 Besucher zusätzlich spendiert, ja, sondern halt auch. Soll dann auch. Dass sie sich getraut haben, etwas anzugehen, was vorher noch keiner gemacht hat. Und Dokumi wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dass die Dokumi da halt immer relativ vorangeht, was Neuerungen und sowas angeht. So. Jetzt war es ja eigentlich recht still um uns. Wir haben uns ja dann mehr oder minder dann halt größtenteils auf dem Cosday niedergelassen. Ich habe nicht geguckt, wie viele Fans sie noch übrig hat. Und jetzt nach langer Zeit haben wir uns dann halt überlegt, so okay, jetzt bewerben wir uns dann halt nochmal bei einer Messe. Und die Dokumi ist ja sehr gewachsen und wir hätten halt wie die Faust aufs Auge dazu gepasst wieder. Und wir haben denen halt echt ein Wahnsinnskonzept dahin hingebastelt, warum das gut für die ist, was denen das bringt. Und halt sind auf deren Anforderungen eingegangen, weil wir vorher alles besprochen hatten und so. Und ja, es soll so und so sein, wie da und da und hier und da und blub und blub. Ja, das ist ein finanzielles Problem. Nee, darum geht's nicht, Klasper. Darum geht's ja nicht. Darum geht's nicht. Es geht prinzipiell darum, dass halt wir haben denen zugearbeitet. Ja.
Wir haben denen zugearbeitet. Dann haben wir halt am Schluss zu hören so, ja, ich zitiere, das Projekt hat noch nicht genug Erfahrung. Das könnte schlecht auf uns zurückfallen. Okay. Außerdem sind uns 2100 Euro, damit das alles gut aussieht, einfach zu viel Geld. Die Punkte verstehe ich vielleicht irgendwo. Aber jetzt ist dieser ganze Kack 1 zu 1 auf der Veranstaltung mit Leuten, die kein Dunst Ahnung davon haben. Keinen. Wenn du dir deren YouTube-Videos anguckst, ich will nicht böse über irgendwen reden, wenn du dir deren Videos anguckst, siehst du, dass die keine Ahnung haben, wie man überhaupt eine Kamera hält. Geschweige denn vielleicht überhaupt Ahnung haben, wie man Livestream macht. Das hat man schon auf der Leipziger Buchmesse gesehen, wie man das schön gegen die Wand fahren kann. Es geht im Prinzip einfach nur darum, dass man uns halt gesagt hat, super Idee, bringt uns nix. Gar nix. Ja? Und ihr seid der größte Rotzverein auf Welt, wo gibt. Nur verblümt. Nur um es dann halt selbst zu machen. Und ich hoffe sehr, dass sie damit gegen die Wand fahren. Dass einfach merken, dass das die dümmste Idee war, überhaupt Nein zu sagen. Es geht nicht darum, dass wir es hätten machen sollen. Es geht nicht darum, dass die Dokumis in irgendeiner Form jetzt geklaut hat und weitergemacht hat. Bla. Vielleicht hätten noch andere die Chance verdient gehabt. Ja? Aber dann soll man halt das nicht so machen. Mal davon abgesehen, dass sie uns halt auch doch schon einiges zu verdanken haben. Und dann ja klar, wenn es nach hinten losgeht, dann hieß es, ja, dort war der nicht. Aber ich habe damit nichts zu tun. Es geht mir einfach nur im Prinzipiell gerade darum, dass ich es schade finde. Ich finde es schade für die Menschen, die es praktisch sehen müssen. Ja, geht mir nicht darum, wer es macht. Es geht mir nicht darum, wie es gemacht wird. Sondern es geht darum, dass es halt einfach für die Leute schade ist, die es am Ende konsumieren. Darum geht es mir. Das macht mich traurig. Habe ich das jetzt ausgewählt? Moment. Was geht denn hier mit der Liste ab? Die zuckt so komisch rum. Das will ich haben. Was? Okay. Weil im Endeffekt, was war unser Ziel früher? Unser Ziel früher war, die Wege dieser ganzen Sache, der Zuschauer und den Artists, Künstlern, was auch immer, zu verkleinern. Ja? Wir haben eine große, kleine Internetparty in irgendeiner Form im Sinn gehabt, ja? Wo du deine Frage in einen Chat eingibst und wir sitzen da und stellen es dem Gast. Und stellen diese Frage dem Gast, der keine Ahnung was ist. Der ist Show-Act, der ist meinetwegen Zeichner, der ist meinetwegen ein japanischer Ehrengast, was auch immer. Und wir wollten kleine Projekte supporten, indem sie sich zeigen konnten. Ja? Einfach diese Szene sollte das machen. Das. Es wird immer gepredigt, die Szene ist so offen, die Szene, die macht miteinander und bla und blub. Und das ist halt das Ergebnis, ja? Das ist das, was mich stört. Das ist einfach das, was mich stört. Und prinzipiell, ja? Prinzipiell ist es genauso, wie Nelles sagt. Auf Deutsch gesagt, ist es egal, wer es macht, solange er es halt einfach nicht macht wie ein größerer Vollidiot. Es gibt Beispiele, ja? Wir haben doch auch nur mit Wasser gekocht, ja? Wir hatten auch nur unsere Kameras, wir hatten auch nur unsere Technik, wir wussten halt, wie man sie bedient. Und wir haben aus dem Kram weitestgehend noch nicht mal das rausgeholt, was überhaupt rauszuholen ging, ja? Ich hab's ausgewählt, ne? Okay. Ja, aber du kannst halt einfach nicht erwarten, dass wenn einer, der keine Ahnung davon hat, der im Prinzip sagt so, ja, ich hab schon mal Fotos gemacht, das ist prinzipiell dasselbe wie Fernsehen.
der sich dann Technik im Wert von 50.000 Euro mietet, so Kamerakran am besten noch und so eine Spider-Cam für die Decke, ja, dass der halt im Prinzip am Ende gutes Material produziert. Vor allen Dingen nicht, wenn er Leute dran stellt, die das noch viel weniger gemacht haben vorher. Das funktioniert nicht. Ich meine, klar, wir haben unsere Leute teilweise auch on location angelernt. Aber die denken dann halt praktisch, okay, 50.000 Euro teure Technik, das wird schon gut gehen. Es ist tolle Technik. Was soll da passieren? Da muss ja keine Ahnung von haben. Darum geht's. Das macht mich traurig. Das halt eben und der Fakt, dass man halt, wie habe ich letztens noch gesagt? Schlecht adaptiert ist besser kopiert, ne? Kommt vor. Ist halt so. Weil, ich weiß nicht, ob ich es hätte machen wollen. Keine Frage. Ich wüsste nicht, ob ich es hätte machen wollen. Ah, ne. Und lieber bin ich der am Schluss gesagt kriegt, Leute, das war scheiße, ja, nächstes Mal machen wir das selber und sie dann feststellen, dass das doch nicht so schlecht war, nachdem sie es selbst in den Sand gesetzt haben. Ja. Was ich euch allerdings erzählen kann, ist, dass, wer sind sie, was haben sie mit Chris gemacht? Das habe ich gerade erklärt. Nein, grüß dich Kermit. Ja, also ich kann euch sagen, dass mein Lieblingssachse dran ist, zu gucken, ob man da nicht vielleicht irgendwas machen kann, auch bei anderen Veranstaltungen, eher Messen, ehrlich gesagt. Aber vor allen Dingen, weil mir das fehlt, aber dadurch, dass jetzt sowieso sich alles irgendwie so ein bisschen hochstagniert überall, hochstapelt, weil, ne, so Arbeit und dann dieser Kanal hier und der mir sowieso wichtiger ist momentan als alles andere da draußen, halt schwierig. Es ist halt einfach, es ist zum Kotzen. Nein, musst du nicht, Kermit, alles gut. Musst du nicht. Das ist eigentlich die Vorbereitung für morgen praktisch in Frankfurt. Falls dich das Thema interessiert, über das wir gerade geredet haben und wo ich mein Herz ausgeschüttet habe, dann müsstest du vielleicht das VOD nachgucken. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich da mal so den ein oder anderen Ton rauslassen musste heute, aber es gibt nichts, was mich gerade übers Wochenende so... Es reißt ein bisschen die Seele aus dem Leib. Es reißt einem richtig die Seele aus dem Leib. Mir ist gerade im Übrigen was aufgefallen. Jetzt. Ich will bei Gott nicht dem Andreas Degen und dem Benjamin Schulte in irgendeiner Form was vorwerfen. Keine Frage. Vielleicht kam ja auch einer, der zufälligerweise die identische Idee hat, zu denen hat gesagt, guck mal, wir können das. Kann ja auch sein. Ja. Kann ich nicht wissen. Ich weiß nur, dass es so, wie wir es geplant hatten, dort existiert dieses Jahr.
Schade. Ja. Das Problem ist halt einfach so, ich bin halt auch nur ein Mensch. Ne? Ich reg mich über Dinge auf, über die sich andere nicht aufregen und überhaupt. Ja, also, keine Ahnung. Das Thema ist im Prinzip eigentlich nur, dass eine Idee, die wir halt an eine Veranstaltung rangetragen haben, weil sie ein komplettes Konzept von uns wollten, praktisch jetzt aktuell 1:1 von der Veranstaltung selbst organisiert und durchgeführt wird. So. Nur um Kermit das Thema nochmal im Prinzip wiederzugeben. Das Problem, was ich damit habe, ist nicht das, also ich meine, ich würde das schon gern wieder machen. Keine Frage. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und auch die Leute, die mit mir praktisch wir können mit Miki den S-Rang machen. Ja. Was soll ich sagen? Auch die Leute, die mit Moonflow involviert waren, die schreiben mich auch in den letzten Tagen sehr, sehr oft an und fragen, wann machen wir denn mal wieder was? Wo ich dann immer sagen muss. Ne? Das ist halt. Mich stört's. Mich stört's halt einfach. Ja, Miki Valentins Herz. Ja. Es mag jetzt vielleicht wieder auch genauso blöd und naiv klingen. Ich bin tatsächlich froh, dass wir hier als Streamer so eine kleine, aber feine Gemeinschaft haben, dass wir in irgendeiner Form, dass wir uns in irgendeiner Form gut verstehen und dass wir uns gegenseitig unterstützen und so. Und das. Ne? Mehr erwarte ich gar nicht. Ne? Vielleicht haben wir irgendwann auf der Gamescom einen Stand mit Chase-Style-Streamer. Ja? Dann sitzen wir da, machen lustige Sachen für euch, streamen von da und haben vielleicht Gäste, keine Ahnung. Dann kommt uns das zugute, was wir da halt aus Moonflow noch mitbringen. Ne? Da kommt uns das wiederum zugute, auch technisch gesehen. Ja? Mal gespannt, wie die das alles machen. Ich meine, die müssen ja sicherlich auch Technik mieten und alles. Ja? Wir hätten denen das ja da praktisch einfach so hingesetzt. Ja? Das ist schwierig. Egal. Reden wir nicht weiter drüber. Trotzdem kacke. So. Ich habe das Gefühl, in jedem Livestream beschwere ich mich über irgendwas. Es tut mir echt leid. Oh nein, Stütz, was man. Oh la 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 la. Moment, wie ging das nochmal? Man wählt als ersten Song wählt man. Das. So. Dann als nächstes. Der hat erst Rang 5. Oh. Dann müssen wir bei 2 Kiramekirei auswählen. Wie soll ich das machen? Meine ganzen Songs sind ja nicht mal auf 10. Ach ja, und Eden natürlich. Ja, klar. Dann nehmen wir Eden. Naja, wie soll ich darauf jetzt antworten, Kermit? Das. Ich muss es dir so vorstellen. Wie soll ich jetzt. Also, da müsste ich jetzt so anfangen, dass ich die Idee von Grund auf erkläre. Ne? Wenn du dich in jedem Stream beschwerst, wen interessiert es mir vielleicht noch trotzdem. Ah, das sagst du jetzt so. Ja?
Wenn ich mich heute über die Biberbrüder beschweren würde, ihr würdet doch alle dahin gehen und sagen, der Chris hat gesagt, das sind zwei Glatzköpfe. So. Das ist ja die Wahrheit. Außer, dass einer davon normal reguläre Haare kriegen würde. Ich kann gerne gleich nochmal das Grundkonzept erklären und dann verstehst du vielleicht, wo das Problem liegt, Kermit. Ein naives Konzept. Gebe ich zu. Erklär mal eben alles. Ich klau die Idee auch noch. Du, wenn du sie gut klaust, ist mir da total egal. Wirklich. Wenn du sie gut klaust und gut umsetzt, ist mir das total egal. Dann habe ich alles erreicht, was ich will. Ja? Aber halt einfach nicht so half-assed in die Gegend geschissen. Mal gucken, ob ich die Rank-Ups noch kann. Was war das? Warum? Kamera gerade so? Ich frag gar nicht. Über wen? Ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig, ne. Dass ich das nur erleben darf. S-Rang-Konzert. Ohoho. Ich werde richtig wuschig. So, ein bisschen konzentrieren. Könnte schon unser Tod sein. Okay. Verdammt. Weiß noch jemand, ob man die Rank-Ups als X-Clear schaffen muss? Um Gottes Willen. Guten Hunger, Klasper.
klar, habe ich dann bei den letzten 11 Noten dann noch. Ja, mach mal, Nell. Komm zurück, André. Wie lange habe ich diesen Song nicht mehr gehört? Das sind im Übrigen echte Publikum-Samples von den Idolmaster-Konzerten. Yes, man! It's clear! Wie, was denn heute los, Chris? Hä? Was heute los? Was meinst du, Comet? Bei irgendeinem Live habe ich das gehört. Es rang. Trophäe. Was ist los, Comet? Richtig aus, was los? Was bedrückt dich? Weiß ich, irgendwie ist die Stimmung heute gedrückt. Nein, gar nicht! Gar nicht. Ich hab nur halt eben erzählt, dass diese komplette Idee-Klau-Geschichte bla mich so ein bisschen deprimiert. Nice? Das machen die Haare. Ja, das stimmt. Ja, ich weine meinen Haaren hinterher. So, jetzt kann ich mich aber auch nochmal drüber unterhalten. Im Prinzip war ja dieses Konzept, was wir die ganze Zeit über die Jahre hinweg gemacht haben, auch eine Kopie von irgendetwas, ne? Vor ein paar Tagen hast du übrigens noch gesagt, du lange Haare gern magst und jetzt sind's ab. Ich mag eigentlich auch eher, wenn sie so die Länge haben, aber, ne? Ja, aber keine Wahl. Morgen rassle ich durchs Bewerbungsgespräch, wenn ich aussehe, als wäre ich aus einem Drogenfilm. Hör du, Chevron, ich hab schon überlegt. Weißt du, einfach du müsstest einfach nur einen Stand machen, der kostet dich. Weißt du, den kannst du theoretisch sogar. Ne? Den hast du zu dritt, hast du den leicht finanziert, ja, dann gehst du da hin, dann kommt der Stefan wieder mit seinem mobilen Internet an und dann rocken wir die Scheiße. So, Thema erledigt. Nee, also, oh Gott. Ich muss... Mit Modern Talking Cosplay. Ja.
Was du ja nicht weißt, Kermit, ist ja, dass wir mal Silvester vor 2 Jahren haben wir mal eine sehr großartige Pseudo-Mini-Playback-Show-Modern-Talking-Performance geschmettert. Das hättest du... Boah, glaub mir, das hättest du nicht sehen wollen. Das hättest du nicht sehen wollen. Stimmt, Level 70, wir sind auf dem Weg dahin. Ohohoho, Pet Shop Boys. So, was wollte ich sagen, genau. Also unsere Idee war ja auch eher adaptiert. Du musstest dir jetzt also... Komm mit, du hörst zu, ne? Du hörst zu, ne? Ja, dass ich es nochmal wiederholen muss. Das langweilt die Leute bei YouTube. Bedeutet das jetzt eigentlich, dass ich die S-Rang-Items nutzen kann? Alternativ Winchester, ja. Okay, pass auf. Ist so. Die Idee war ja praktisch auch eine Mixtur aus dem alten Giga-Konzept, was es gab. Also Giga-Konzept in Anführungszeichen. Es gibt verschiedene Bereiche, zwischen denen wird halt praktisch wie bei einem Flipper hin und her gesprungen, ja. Und du hast, und die Interaktivität mit den Zuschauern liegt im Vordergrund. So, ne? Also praktisch das, was man heute hier so, ja, das da, was wir da gerade machen. So. Die steht im Vordergrund. So. Sind wir also hingegangen, hab gesagt, okay. Und das mixen wir jetzt dann praktisch mit dieser Anime-Manga-Szene. Das heißt, die Gäste, die wir bei uns einladen, das sind nicht Eiffel 65 und irgendwie irgendein Snowboarder oder irgendein Politiker oder sonst irgendwas, sondern bei uns sind die Gäste eben Leute, die dich und mich praktisch unterhalten. Das heißt, die Showgruppen, die man auf Conventions irgendwie halt auf der Bühne sieht, aber mit denen man nie quatschen kann. Der Zeichner XY, den kennt man halt meinetwegen von Facebook, aber mit dem kommt man nie wirklich in Kontakt. Workshopleiter, besondere Menschen der Szene, was auch immer. So, die sitzen halt bei uns auf dem Sofa, denen kannst du im Chat eine Frage schreiben und wir stellen die an eben diese Leute weiter. Und wir machen Programm darüber, was halt alles so passiert in dieser ganzen Szene-Geschichte. Das heißt, Szene-News wie der Edi hat ein neues Projekt. Darüber müssen wir jetzt reden, den rufen wir jetzt per Skype an und er erklärt uns das. Oder er sitzt alternativ auf dem Sofa. Oder Kase bringt jetzt Serie XY raus, wir haben Rezensionsdings gekriegt und da reden wir jetzt drüber. Sowas, weißt du? Und auf Veranstaltungen, auf Cons im Generellen, hat es halt am meisten Sinn gemacht zu sagen, okay, wir machen jetzt halt auf Cons eben auf die Veranstaltung selbst spezifisch bezogen eine Live-Sendung, ein Live-Programm mit den Gästen, die eben da sind. Das sind die japanischen Ehrengäste. Das sind die Workshop-Leiter, das sind die Showgruppen, was auch immer, bla bla bla. Das packen wir in ein Format und machen da einfach komplett einen Tag durchlang Programm. Das heißt, wir haben Musikgäste zwischendrin, wir haben unsere normalen Themenblöcke zwischendrin, wir daddeln mit den Zuschauern und so, dann können die was gewinnen und so weiter und so fort. Ja, also prinzipiell alles, was der Veranstaltung natürlich sehr, sehr viel... Prestige bringen kann, weil es wird über die Veranstaltung geredet. Die Veranstaltung hat einen Livestream. Ja? Und die Gäste, die auf der Veranstaltung sind, die mit denen kann man dort interagieren. Ist ein Riesending, kannst du tolle Sachen mitmachen. Nun sitze ich hier und nicht auf der Dokumi und mache das, weil die gesagt haben, das bringt der Veranstaltung nichts. Nun. Machen sie das Gleiche, was ich gerade erläutert habe, selbst. Und haben keine Erfahrung damit. Das letzte Mal, als Leute sowas gemacht haben und keine Erfahrung damit hatten, durfte man auf der Leipziger Buchmesse sehen. Da haben nämlich die Kollegen von Nerdzig versucht, einen Livestream zu machen, der am Schluss nett war. Ich weiß nicht den Namen, es tut mir leid. Ja, aber die wissen ja, dass es nicht gut war. So, und... Deren Livestream hatte praktisch, wenn ich jetzt rede, habt ihr 10 Sekunden später gehört, was ich geredet habe. Und wenn man in den Kommentaren sagt, bevor ihr irgendwas macht, fixt das doch mal.
Ja, das wird schon. Jetzt sitze ich als Zuschauer zu Hause und muss noch den ganzen Tag diese Interviews angucken, bei dem der Gast redet und du es 10 Sekunden später hörst. Würdest du das senden? Würdet ihr sowas gucken? Japanisch-afrikanische vietnamesische Darstellerin. Ach komm. Ich würde sowas nicht gucken. Weil ich von vornherein dafür sorgen würde, dass die Technik zumindest ansatzweise stimmt. So. Und ihr seid es doch jetzt. Ihr kennt mich jetzt seit sehr, sehr langer Zeit. Und ihr wisst, dass ich nichts Halbgares versuche, auf diesem Kanal zu bringen. Ja. Und genau dieses Prinzip haben wir da vorher auch immer gemacht. Ja. Mir nerven schon die 2 Sekunden bei Jan. Siehste? Das meine ich. Ja, und das ist nur das Spiel. Da, not like this, kommt einmal in groß. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es halt einfach nicht. Das ist dann halt... Ich weiß nicht, was ich da noch mehr zu sagen soll. Das ist einfach, ich finde es schade. Ja? Und Betonung liegt halt darauf, wir wollten diese Szene näher zusammenrücken, weil dadurch, dass halt jeder immer meinte, er ist für von irgendwas Elite, ja, warst du halt als Normalo, der halt nichts mit Cosplay zu tun hat, einfach gar nichts, einfach nur als normaler Besucher warst du das. Nix. Du warst einfach nix. Du hast dich gefühlt, als gehörst du nicht mehr dazu. Und wir wollten dieses ganze Ding entzerren und wieder zusammenschieben und sagen so, eigentlich sind diese Leute, die da auf der Bühne stehen und was für euch machen, das sind genauso Leute wie du und ich. Mit denen kannst du ganz normal reden. Ich freue mich drauf. Freue mich auf den 2. Juni. Guck mir das an. Setz mich hin und lache. So. Sagfestivals. Oh mein Gott. Oh mein. Jetzt vorbei. Entschuldigung. Jetzt raste ich vollkommen aus. Ich habe endlich die S-Rank-Dinger freigeschaltet. Das müsste heißen, dass die DL-Lives werden dann einfacher. So, und ich meine, klar, wir haben uns auf der Frankfurter Buchmesse, haben uns auf der Frankfurter Buchmesse halt schon ordentlich in die Nesseln gesetzt, weil wir echt viel riskiert haben, ja. Und im Endeffekt, wenn keine dieser äußerlichen Probleme da gewesen wären, ja, hätten wir ein echt riesen Ding dahin gesetzt. Ein riesen Ding. Aber das Tolle daran ist, deshalb fällt diese kontinuierliche Art und Weise hier auf dem Kanal äußerst einfach. Und sie ansatzweise professionell rüberzubringen. Ich könnte wetten, würden wir das heute nochmal machen. Wir würden da ein Riesending draus machen. Ich kann mich halt, wie gesagt, nur für den Rant entschuldigen heute. Oh, das ist... Oh, geht mir das auf die Möpse. Thank you.
Weil ich sag's euch ganz offen, ja. Auf diesem Stand, wie auch immer, an diesem Tisch zu sitzen, ja, das war für zwei Minuten hatte ich das Gefühl, einen Lebenstraum erfüllt zu haben. Ja, für 2 Minuten hatte ich das Gefühl, einen Lebenstraum erfüllt zu haben. Okay. Ich sag euch das ganz offen. Das, was mich am meisten eigentlich... muss jetzt drüber reden, es tut mir leid. Was mich am meisten daran stört, ist, wir haben, glaube ich, als Team, ja, ich hoffe, falls ich damit irgendwelche Grenzen überschreite, ich nehme eure ganze Aggression entgegen, liebe Teammitglieder. Aber wir haben über 7 Jahre hinweg rund 25.000 Euro aus Privatgeldern in dieses Projekt hineingesteckt. 25.000, nicht Yen, sondern Euro. In der Hoffnung, ja, es wird irgendwer auf dieses Projekt aufmerksam und unterstützt es. Und dann hast du im Endeffekt sowas wie da gerade auf der Dokumi passiert. Deine Arbeit, die du praktisch gemacht hast, die ist ein Scheißdreck wert gewesen. Und jemand versuchte, diese Idee nun einfach kreativ zu klauen. Und versaut's vermutlich für alle. Ja? Ich trage diese Sachen, ein Teil dieser Kosten trage ich noch mit dem Minuszeichen auf dem Bankkonto mit mir rum. Weil ich den Mut hatte, damals mit diesem ganzen Team hinzugehen und eben dieses Experiment zu wagen. Ja, ich hatte gehofft, dass Publisher darauf anspringen. Wir hatten auf der Frankfurter Buchmesse, wir hatten so eine Palette an Sponsoren für unsere Klickwiese. Das passt nicht ins Fenster. Aber es war keine einzige Person außer uns dahinter, der gesagt hat, diese Idee ist so toll, das wollen wir unterstützen. Und der Dokumi kam damals auch nur so: 2.100 Euro für ein Fanprojekt, seid ihr vollkommen bescheuert? Und die sind eine Veranstaltung mit Geld, entschuldigt. Ja, die sind eine Veranstaltung mit Geld. Ich kann verstehen, dass man da immer den Cent zweimal umdrehen muss, keine Frage. Aber das muss ich mir überlegen. Wir haben diesen Stand von 3.500 Euro auf der Frankfurter Buchmesse aus eigener Tasche bezahlt. Die beschweren sich über 2.100 Euro, was noch die runtergedrückte Variante war, weil es hieß, mach das bitte nicht so groß. Ich weiß nicht, ob das funktioniert bei uns. Ja, wir können euch 200 Euro dazugeben. Das ist aber auch dann genug. Und jetzt gerade zu meinem Geburtstag. Ihr wisst, es war Freitag. Aber ich habe euch die Geschichte erzählt mit den 2 Giga-Moderatoren, die mich halt auf Twitter da im Prinzip, ne, den wir gratuliert haben. Ja, 200. Ast rein. 200. Ja, die 2 Giga-Moderatoren, die mir geschrieben haben. Genau das, Kermit. Genau das. Verstehst du? Heute hast du andere Möglichkeit gesagt. Jo, wir machen das über Patreon und hier, Donation-Tracker da und... Dann sollen die Leute, denen das was wert ist, sollen dann halt was draufschmeißen. Dann braucht die Veranstaltung aber nicht ankommen. Wir haben ein Anrecht drauf. Das ist unsere Veranstaltung. Jedenfalls die 2 Giga-Moderatoren. Kickstarter. Ja, aber bei Kickstarter... Nein, pass auf. Bei Kickstarter ist ja so. Warte. Komm, ganz ruhig. Kickstarter wäre ja etwas, um etwas zu kickstartern, was wir ja im Prinzip schon haben. Punkt 2. All das Equipment, was wir finanziert haben für den Kram, das steht da drüben im Nebenraum.
Wir haben nur keine Möglichkeit, es mal Gassi zu führen. Punkt Nummer 3. Im Prinzip muss man sich ja nur auf einer Veranstaltung den Stand finanzieren. Was du dann da machst, das ist denen ja scheißegal anscheinend. Ich hab schon gesagt, ja, bei Patreon kannst du ja sowohl monatlich als auch per Tick in Anführungszeichen was finanzieren. Ja? Sagst du halt, okay, Dokumi, pass auf, wir kommen zu euch. Dokumi ist jetzt Beispielveranstaltung. Dokumi, kommt, pass auf, wir kommen zu euch, ja, wir machen das, ja. Und dafür brauchen wir als Umsatzkosten 2100. Ja, den Stand kann man auch, pass auf, ich erkläre es gerade. Dafür brauchen wir 2100 Euro. Seid ihr denn gewillt, uns dann zu unterstützen, wenn wir das Ziel erreichen? Dann habt ihr keine Kosten und wir auch nicht. Also wir an sich schon, aber nicht mehr so viel. So. Würdet ihr da mitmachen? Wenn alle ja gesagt haben, dann sagen wir, okay, bums. Und wenn dieses Goal erreicht ist bei Patreon, ne? Dann gehen wir auf die Veranstaltung und machen das. Dann kriegen wir auch die Kohle dafür. Ansonsten geht das ja wieder zurück an die Spendabulanten. So funktioniert das. So habe ich mir das dann im Endeffekt mit Nick Grüßer Nick überlegt. Das wäre die 0815 Methode schlechthin. Schwer aggressiv. Nee, aber das ist es halt. Deshalb bin ich da so richtig angefressen. Es ist nicht die Tatsache, dass es kopieren und weiß ja geil was und bla und blub, sondern wir verdammt nochmal, wir haben. Mir könnte es jetzt so gut gehen, verstehst du? Ich hätte jetzt vielleicht von dem Geld einen neuen Rechner finanzieren können. Was habe ich gemacht? Ich habe damit einen Stand auf der Frankfurter Buchmesse finanziert. Und. Ne? Oh, was habe ich gemacht? Egal. Alleine. Ja, alleine, wenn wir nur schon vielleicht mit J-Style Streamer oder mit diesem Projekt hier auf irgendeiner Veranstaltung wären, um es halt einfach bewerben zu können, ja. Mit so einem kleinen Pizzelstand, wo wir einfach hinter einem Tisch sitzen, wie hier, ja, und einfach für euch streamen. Reicht doch auch. Können wir anscheinend ganz gut. Okay, der greift mal richtig in die Scheiße, ja. Das Problem war, dass die Leute halt immer gesagt haben, so, ja. Wenn ihr euch beweist, dann nehmen wir euch an die Hand. Wenn das gut läuft, dann. Und wir haben halt gesagt, okay, wir glauben es euch, wir machen das. Das haben wir bis zum Schluss so durchgezogen. Ich glaube, das VOD kann ich nicht hochladen. Ich bin ja nur am ganze Zeit. Das tut mir so voll leid, Leute. Sein Körper wie mein bekommt man nicht in die Wiege gelegt. Wisst ihr was? Tibi, ich grüße dich. Oh hey. Was? Erfordert viel Schokolade, moderate Vernachlässigung und Konsequenz. Das stimmt tatsächlich. Da hast du recht, verbittert. Da hast du definitiv recht. Es ist tatsächlich, also, achso, jetzt habe ich die Geschichte gar nicht zu Ende erzählt. Jedenfalls diese zwei Giga-Moderatoren, Ex-Giga-Moderatoren, Giga gibt es ja in der Form nicht mehr. Diese zwei Ex-Giga-Moderatoren. Sie hätten im Prinzip keinen Kommentar zu irgendwas hinterlassen müssen. Aber der Daniel, ich habe ja diese Maske da gehabt, wo ich eure Kommentare und alles vorgelesen habe. Ja. War ja auch eine Hommage an die alte Giga-Zeit. Auch das hat Daniel erwähnt, meines, oh, so richtig cool mit alter Chat-Report-Maske noch. Ja, und der Gregor Teicher sagte dann so, ja, Anstoß 3, am besten hättest du 3 rausgehauen. Das waren so alte Giga-Dinger, so.
Und dann habe ich einen Tweet hinterhergehauen und habe gesagt so, ach Leute, ich kann euch einfach nur danken, ja, dass ihr mich so geprägt habt, so. Und dann habe ich im Nachhinein, ich würde euch gerne so viel erzählen, aber ich glaube, dafür reicht Twitter nicht aus. Und habe Screenshots aus dieser Probestunde Frankfurter Buchmesse Zeug Gebimse, der Dummy-Stunde gemacht und habe sie an den Gregor und an den Daniel geschickt. Und sie haben sie beide geliked. Sogar der Tom Westerholt im Nachhinein noch. Und das hat mir an sich sehr viel bedeutet. Und der Michael Schlieper damals, WPU-Chef, hat auch noch gesagt, so, ihr macht ein besseres Giga als die neuen Leute, die Giga machen. Es war so, als Ikona gerade angefangen hat, das Zeug zu übernehmen. Und das war für mich damals einfach so ein Riesenlob, dass ich damit gar nicht so falsch lag. Und ich bleibe auch dabei, es ist weiterhin ein Lebenstraum, dass das zumindest einmal noch in richtiger Form ist, den Buddy vergessen. Buddy. Ich habe jetzt extra gerade die Rocket Beans rausgenommen, weil die haben ja praktisch was Erfolgreiches weitergetragen. Die haben in dieser Form gar nicht mehr versucht, einen Giga zu machen. Ja, die haben aber was komplett Eigenes gemacht. Chris ist Gaga, ja. Im Prinzip ist der einzige Wunsch, den ich habe, es vielleicht noch einmal genauso zu machen, dass es einfach einmal richtig funktioniert. Danach können wir es meinetwegen irgendwo wieder begraben und dann gebe ich auch Ruhe. Aber so ist es halt einfach so. Es fühlt sich halt so an, als hätte man es einfach nie richtig versucht oder so. Das ist... Wenn du heute sowas versuchst, dann brauchst du halt trotzdem auch noch Unterstützung. Und das dann halt irgendwie alleine auf den Zuschauer umzulegen, finde ich auch absolut unfair. Alter, wie wollen wir die S-Rang-Sachen abgehen? Na guck, gespielt wie eine betrunkene Bachforelle. Und was habe ich Ex-Clear? Das ist nicht zu fassen. Ah, la 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 la. Naja.
Nee, also wie gesagt. Ich, oh Gott. Das Emote ist ja niedlich. Also wie gesagt, ich würde es halt einfach nicht wollen, dass das dann halt irgendwie nur auf den Zuschauer hingelegt wird. Schnapsforelle. Hast recht. Ich würde es halt nicht wollen, dass es nur auf den Zuschauer dann irgendwie umgelegt wird, sondern da gehört dann halt auch tatsächlich zu, dass man dann halt, da kommt man dann nicht mehr drum rum, dass man halt sagt, ja, jetzt muss man gucken, dass da halt, dass man halt echt die Werbetrommel rührt und so und habe da. Und da sollten dann halt auch schon Leute mitmachen, die so ein bisschen, die schon ein bisschen was von ihrem Fach halt auch verstehen, damit es halt einfach nicht aussieht, als hättest du es dahin gerotzt. Und, ja. Ich würde mich freuen, wenn wir es nochmal hinkriegen und ich musste mich gerade echt zusammenreißen, dass ich irgendwie nicht laut losheule. Weil ich habe mich daran erinnert, was der Ranma vor ein paar Wochen hatte ich mich mit dem Ranma über genau das gleiche Problem unterhalten. Da war es noch nicht klar, dass es wirklich 1:1 kopieren, sondern da habe ich einfach nur darüber geredet, dass halt traurigerweise halt Moonflow einfach in die ewigen Jagdgründe übergegangen ist. Man meint in deinem Satzbau, seine Mom wäre ein Epiphany, die einen Blitz hält. Nein. Die Geschichte erzähle ich mal. Gleich, Sekunde. Dann hat der Ranma nämlich auch gesagt, Leute, wenn ihr einen Webentwickler braucht, ich bin da. Und sogar Nensa hat sich mit mir unterhalten. Grüße an Nensa, vielen Dank. Hat sich mit mir darüber unterhalten, in welcher Möglichkeit man das irgendwie hochziehen kann und welche Finanzierungsmöglichkeiten es an sich gibt. Also er hat auch irgendwie so einen Schubs in die Richtung gegeben. Und ich muss mich halt bei allen bedanken, die sich immer dieses ganze Gejammere wegen diesem Projekt vorher anhören, tun. Wie habe ich den Satz angefangen? Ich weiß nicht. Und dann halt aber trotzdem, das will ich haben. Und dann halt, ist das toll? Und halt immer versuchen, noch irgendwas dran zu drehen, auch wenn es jetzt momentan eigentlich eher so eine Wachkoma-Leiche ist. Ja. Ich würde es gern zurückbringen, nur nicht mehr in der Form. Sondern ich kann mir vorstellen, dass Moonflow praktisch so eine Art Dach ist, ja, und darunter stehen dann halt meinetwegen eine Bugger-Crew, die kümmert sich um Gaming und vielleicht andere Streamer, die sich da interessieren für. Und dann gibt es vielleicht die Leute, die sagen, oh, ich würde gern irgendwas mit japanischen Idols machen, bums, dann nehmen wir das Format und packen es da auch noch mit rein. Und dann hast du so halt einen großen Pool an wirklich Leuten, die sich mit was auskennen, die halt unter einer großen Sache halt irgendwie strömern oder so. Irgendwie sowas. Oder Formate produzieren. Was muss man denn deiner Meinung nach alles können? Oder was wären überhaupt Dinge, die gebraucht werden? Nun ja. Können musst du eigentlich im Prinzip, um mithelfen zu können, gar nichts. Weil wir hatten schon Leute auf der Veranstaltung geschnappt, gefragt, hast du mal Lust, Kamera zu machen? Wir haben denen von vorne bis hinten innerhalb von einem 5-Minuten Crashkurs so viel beigebracht, an der Kamera zu machen, dass wir, also dass ich da saß. Ein Streamerhaus, richtig. Ja, das sind ja die Rocket Beans, die haben ja in einem Haus angefangen. So. Das habe ich denen den Crashkurs gegeben und dann, weißt du, dann hast du einen richtig geilen Konzert und teamfähig, genau, teamfähig. Dann hast du gesagt so, jetzt haben wir es mit dem Konzert gefilmt, also jetzt machen wir Konzertschnitt. Konzertschnitt, für die Leute, die es nicht wissen, Konzertschnitt war bei mir immer so eine Aussage. Ihr könntet jetzt jederzeit drauf sein, macht einfach schöne Bilder. Und dann hast du da echt was gezaubert mit Leuten, die kaum Erfahrung hatten. Nur, dass sie danach zu dir kommen, du, was ist eigentlich Konzertschnitt? Das war großartig. Die hatten also immer wirklich, die wollten immer perfekt sein und das reicht. Du musst einfach nur, das Einzige, was du können musst, ist einfach nur das Beste bei dem machen zu wollen, wofür du eingesetzt wirst. Es gab immer einen Grundsatz bei Moonflow und das war, wir nehmen uns 100% vor und wenn nur 50% davon klappt, haben wir alles erreicht. Und es hat immer mehr geklappt als 50%, weil jeder in diesem Team einfach so viel Power gegeben hat. Es war schlimm. Also es war schlimm im Sinne von, es war gut. Ja?
Und du konntest halt nichts da tun. Die waren halt alle so hochgradig motiviert, auch wenn sie 12 Stunden lang an der Kamera waren oder 14 Stunden in der Regie. Das war toll. So, soll ich jetzt ursprünglich sagen? Was ich mir halt vorstellen kann, ist halt, das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt hier, ich wechsle mal um, weil wir jetzt eh aufhören. So, und damit Yakuza gleich weitermachen. Ich gehe mal eben, warte. Entschuldigung, ich quatsch noch ein bisschen. Das Problem ist halt viel eher die Tatsache, dass mit 327 Followern, das ist jetzt halt natürlich nicht die Welt. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich darüber nicht glücklich bin. Ich bin Meister ins Fettnäpfchen treten. Du, Kilian, von deiner Sorte hatten wir auch einen. Den kennst du ganz gut. Ja? Aber selbst der hat einfach mit dem, was er gemacht hat, einfach immer alles gut gemacht. Ja? Auch wenn die Methoden immer sehr ungewöhnlich waren. Achso, ich hab die Musik gar nicht an. Entschuldigung. So. Ja. Nur halt eben mit 327 Viewern, da kannst du halt nicht viel, da bringst du halt nicht viel hin. Die ist nicht aktuell, es tut mir leid. Die muss ich noch aktualisieren, den Plan habe ich noch nicht fertig. Ich kam nicht dazu, es tut mir leid. 327 Follower kommst du halt entsprechend nicht weit und da zählst dann halt wirklich einfach nur so, wenn irgendwer einfach irgendwen kennt, ja, der in irgendeiner Form sagen könnte, hey, da ist ein Projekt, das unterstütze ich, guck doch mal dahin, ja. Oder einfach sagt, hey, ich kenne da jemanden, der kann euch weiterhelfen. Das reicht schon. Das muss keiner sein, der irgendwie sagt, ich habe einen Veranstaltungsservice und ich kann euch den ganzen Rimmelbimmel, kann ich euch so stellen. Wäre natürlich gut, ja, keine Frage. Aber ansonsten geht's auch normal. Ja, also es müssen keine Heldentaten sein. Und ich gebe auch immer mein Bestes und es ist nie genug. Sonst würde ich für euch 24/7 streamen. Das ist kein Geheimnis. Ja. Ja, der Link ist ja noch identisch. Ich update das einfach ganz sneaky, wenn es keiner mitkriegt. Ja, was ich damit eigentlich sagen will, ist, es ist ganz egal, wer du bist. Denn jeder kann da halt einfach seinen Teil mit einbringen. Ja? Und was wir da auf der Frankfurter Buchmesse gemacht haben und was wir auch damals auf der Dokumi gemacht haben, es ist und bleibt eine Sache, die noch unerreicht ist. Auch wenn es abgehoben klingt. Es ist eine Sache, die ist bisher so in der Form nicht erreicht worden. Es haben viele versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und wir haben nur mit Wasser gekocht. Mit Wasser, Leidenschaft und Präzision. Und ein bisschen Professionalität an uns selbst. Ich würde mir wünschen, es muss nicht Moonflow heißen. Oder sonst immer. Ja? Wenn wir diese Sache vielleicht nochmal angehen könnten. Da, jetzt kommt wieder Räumlichkeit, Webseite, Unterstützung, Menschen, die sich mit PR auskennen. Hier und da und da. Klar. Geht nicht ohne. Aber wir hätten dann vermutlich nicht mehr das Problem, dass wir an dem Rockzipfel von Veranstaltungen hängen müssten. Das war ja eigentlich das Hauptproblem, weil wir dachten immer, wir können nur existieren, wenn die Veranstaltung uns haben will. Ja, das heißt, es war eigentlich immer davon abhängig, ob Con XY sagt, ja, das ist eine coole Idee, kommt vorbei und macht euer Ding. Sondern, wenn wir das wirklich einfach umsetzen können, weißt du, dann schreibst du die nur an und sagst, wir sind XY, wir kommen vorbei, wir machen das. Was kostet, wenn die fragen, was kostet das, dann sagen wir, nix, wir sind da, wir machen das. Ja? Ob wir dann Werbung machen, ist uns überlassen. Ob wir dann irgendwie Gast XY irgendwie von der Herrentoilette aus interviewen, auch gut. Machen wir halt. Was soll ich euch sagen, Leute? Das ist ein Thema, über das ich mich leider sehr, 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 sehr oft unterhalten kann. Ist auch oft will tatsächlich. Weil es einfach etwas ist, das ist eine Narbe an einer Stelle, wo man sie halt sehr, sehr oft sieht. Und Narben gehen ja nicht weg. Ne? Man kann sie höchstens mit irgendwas überdecken, mit dem man glücklicher ist. Ne? Das ist zumindest der Anspruch, den ich an mich selbst stelle, dass wenn das nochmal in irgendeiner Form passiert, dass wir
Lass mir das einfach noch einmal richtig, lass mal einfach richtig die Sau rauslassen einmal. Ja. Und wenn daraus mehr wird. Wenn ich die Zeit hätte, ich hätte schon angefangen, ein Idol-Format für YouTube zu produzieren, aber es ist halt hier einfach auch kein Platz dafür. Und der Anspruch der Professionalität an mich selbst verbietet mir, es einfach 0815 zu machen. Das ist so. Außerdem ist es schade drum, weil der Jason, der hat komplette Musik für ein On-Air-Design. Auf meiner Stirn sind insgesamt drei Namen, sehen echt schick aus. Siehst du, weißt du, wovon ich rede. Der Jason hat die Musik für das komplette Sendekonzept Rimmelbimmel gemacht. Der Nick hat im Prinzip ein On-Air-Design zusammengebaut, was dreimal im Einsatz war. In drei verschiedenen Jahren. Wir hatten eine richtig tolle Webseite, die ab und zu mal auch jemand gefunden hat. Das war's aber auch. Wäre doch schade, wenn das in irgendeiner Form in den digitalen Äthern verschollen geht. Und wer jetzt sich irgendwann mal die Zeit nehmen möchte in der Pause, ja, der darf ein Minigolfschläger oder ein Türknauf sind schuld. Nach dem Türknauf würde ich gerne fragen. Wer gleich Lust hat in der Pause, der kann nochmal auf diese Seite gehen. Da gibt es schöne, lustige Fotos aus 7 Jahren, was wir da so alles veranstaltet haben. Und eine Sache noch muss ich erzählen, obwohl die Sache mit der Winchester und meiner Mom, die erzähle ich gleich bei Yakuza Zero. Wir spielen gleich ein bisschen Yakuza Zero im Anschluss. Wir machen da so ein bisschen das mit dem Nachtclub und so weiter und gucken mal, ob wir da die ein oder andere gute Frau finden für unseren Club. Wenn ihr doch Lust habt, bleibt doch einfach tatsächlich dran. Dann machen wir da gleich weiter. Würde mich freuen. So, ansonsten danke, dass ihr mein Gelaber zumindest bis an dieser Stelle ertragen habt. Ich fade mal die Musik runter und wechsle mal zu was Gescheitem. Ja, denn ich habe Nanakita da reingepackt und die rockt jetzt ein bisschen in der Pause. Wir sehen uns in 10 Minütchen wieder, ja? Bleibt doch dran, wenn ihr wollt. Bis gleich, ihr Lieben. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.